weiter mit FIFA 23 und dem nächsten Spiel. Ja, Spieltag Nummer 23 gegen den FC Schalke 04. Die Bayern, warte mal. Ne, Bayern hat ja ein Spiel weniger. Okay, ich hatte schon ein bisschen Freude, dass die Bayern vielleicht sogar verloren haben. Nein, haben sie nicht. Das kommt noch. Wie viele Leute zu Hause gegen den FC Schalke 04? Wie gesagt, die Bayern müssen ihr Spiel verlieren, um uns die Chance zu geben, den Titel zu holen. Wir spielen jetzt Schalke heim, Frankfurt heim, Bayern erst im Mai. Also wir müssen, und dann Rom heim. Also drei Heimspiele jetzt in Folge. So, ich brauche gar nicht jetzt, ob die Mannschaft so passt. So, mal gucken, mal rein, hier bringen werfen. Jo, eigentlich. Ja, Albiol, der ist auch seiner. Ist nach seiner Verletzung definitiv nicht mehr der Alte. Aber gut, passiert halt. Dafür hat er seinen Stammplatz jetzt verloren und heute auch mal seinen Kaderplatz. Na gut, gehen wir heute mal rein ins Match oder beziehungsweise guck gerade, ob ich mein. Ja, hier habe ich mein Mobiltelefon. Na dann, auf geht's. Spieltag Nummer 23, aber diese Saison, diese Folge, die auf Wir der schon alles blicken durchziehen, weiß heute ich noch vor nicht. allem auf Pierre-Emerick Aubameyang. Er ist im Moment fast unaufhaltsam, bester Scorer der ganzen Liga und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Spiel gewannen wir 3 zu 2. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie 24 ist es herzlich zu sogar. diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Na dann, gehen wir ins Match. Wir wollen natürlich heute 3 Punkte holen. Ist eigentlich schon fast Pflicht, wenn wir nicht heute patzen, denke ich, ist der Zug abgefahren. Also müssen wir eigentlich wieder weniger jedes Spiel wie an den Endspiel angehen. Der nächste Partie ist dann Rom. Der Gast. Das Spiel haben wir aus jetzt in Rom 5:0 gewonnen. Aber jetzt Und mal jetzt Schalke. Starten wir in Liga die erste ist wichtig, Hälfte. Deswegen will ich auch nicht groß rotieren, sondern einfach mal zeigen, was meine Startelf so kann. Aubameyang. 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 War es nicht? Moukoko. Eckloff. Schönes Dribbling hier. Das ist die Chance. Und Erhalten. Drives. Erste Chance für Bayreuth. Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Oh nein. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ganz wichtig für Mohr, dass dieser Zweikampf gewonnen hat. Jetzt könnte nämlich kontern. Fischer. Sehr gut. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Und die nächste große Chance. Jetzt wissen wir es.
Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht, der klassische Musterprofi. Barreto. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Schütze des Tors ist David Alaba. Das war ein also 1 zu Leipzig für gegen Dortmund. Szene. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Ja, wichtig, dass er da nicht dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Passt du an. Schnell rum. Ja, und jetzt, sehr deswegen spielt Moukoko heute mal von mir. Genau. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl. Und das war ganz wichtig. Sieht auch ungefährlich aus. Gut geklärt. Setzt sich durch. Aubameyang. Zu früh losgelaufen. Die Schiedsrichterin gibt Abseits. Ja, wir können immer mal wieder Nadelstiche setzen. Immer wieder in diese Zweikämpfe rein. Immer wieder Chancen kreieren. Bisher haben aber noch nichts unter. Noch nichts Zählbares. Auch hier laufen uns leider zu sehr fest. Jetzt wird's gefährlich. Sterner. Aubameyang. Das wird Ecke geben, weil da noch einer dran war. Wieder blockt den Ball ab. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Den Ball hat er gut geholt. Ja, versucht er gerade nochmal. Sterner. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Und. Parade kommt aber weiter Gefahr. Und jetzt also, Bayreuth gegen Schalke. Für Bayreuth. Noch gibt es für diese Aktion nur eine Ermahnung, aber beim nächsten Mal wird das nicht mehr ausreichen. Ja, es war zu viel wieder. Sterner! Sie machen yes. Das Tor, um irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie, ist eine verdiente Führung. 1-0, jedenfalls. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, der hat natürlich haargenau gepasst. Tolle Aktion. Schön oben in den Knick. Da war überhaupt nichts zu halten mit Reves. In Pfosten, Latte, rein ins Glück. Viertes Saisontor, Jonas Sterner. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall die verdiente Führung und eine ganz wichtige Führung, weil man so wieder, ich glaube die Bayern, nee, Bayern hat ja noch dann, harmloser hat ja auch noch 24 Spiele. Ich weiß noch nicht, wie sie spielen. Ne? Es ist nicht zu übersehen, sie brauchen mehr Torchancen, wenn das heute noch was werden soll. Wenn sie die Niederlage abwenden wollen, dann müssen sie vor allem in dieser Hinsicht eine Schippe drauflegen. Aubameyang! Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. 2-0. Zwei Tore. Ich habe gerade gezögert, weil ich gedacht habe, pfeift er doch auf Abseits. Nein, pfeift er nicht. 2-0, 39. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores. So, jetzt muss ich gerade gucken. So, da ist ja, ich glaube, dann war es die 23, dann war es Heidi, der aufgehoben hat. Aubameyang das kurze Eck und macht das genau richtig. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sterner. Erstmal Ballverlust. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne. Buschi ist eigentlich alles optimal gelaufen. Sieht sehr gut aus. Nein, die haben sich taktisch perfekt auf dieses Spiel, auf dieses Duell eingestellt. Liegen mit 2 Toren in Führung. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch was schief geht. So. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ja, leider nicht den Ball darüber gekriegt, wo er hin sollte. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. So, und dann dürfte jetzt. Da ist der noch nicht so ganz. Ah, ja, für diese Aktion sieht er gelb. War doch nichts. War kein Fall, Schiri. War doch nichts.
Gelb. Was eine Aktion. Da darfst du dich über Gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig. So, Schalke hat nochmal eine gute Chance, vielleicht vor, dem, vor der Pause nochmal ranzukommen in diese Partie. Aber nicht so. Und dann ist Halbzeit. Sind die Gastgeber vorne. Sie liegen klein, Führung. Und da sieht man wieder, dass sie... Schönes Dribbling hier. Verdiente Bayreuther Führung. Gut, Bayern spielt nicht. Wir legen zumindest dann jetzt das mal vor. So, es wird jetzt einen Doppelwechsel geben. Schaperi raus und Rémy rein und Vanicek für Ulrich. Kein Abseits. Guter Vorstoß jetzt. Mokoko! Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Der FC Schalke mit dem Vorteil. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ja, schön. Das und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Schöne Rupp. Ah, das war nicht gut. Ballverlust. So. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Nein, es wird keine gelbe Karte geben. Deswegen hat der Schiedsrichter auch sagen gelassen. Okay, passt. Und jetzt holt sich Schöne Rupp den Ball. Und marschiert. Und marschiert. Und passt den Ball einfach komplett weg. Raus. Ich glaube, der sollte zum Aubameyang gehen. Das muss mal der Gedanke dahinter. Sané, Abseits. Steilpass kommt, aber wir sehen es vorne so oben, Abseits. Ah, Abseits. Hat jeder gesehen. Den Ball müssen sie einfach früher bringen. Dann wird es gefährlich. Ja, starker Pass. Boah, was für ein Pass. Schönes Ding. Wieder Mokoko. Wieder Ball, aber eigentlich, aber nicht so noch zu 100% von Sterner. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. RMB, schönes Ding. Ah, guter Stein. Und jetzt hat Mokoko nochmal eine gute Situation. 3-0. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. 3 Punkte bleiben bei uns. Wir schauen nochmal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Kein Abseits. Sehen wir. Es wird eng, es ist kaum Platz da, aber... Er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ah, wieder Mokoko. Nicht das Tor. Unglaublich. Wenn der Keeper da nicht wieder hält. Er zieht ab. So kennen wir ihn. Zweimal gut reagiert, dann steht es hier wieder. Dann gibt es den nächsten Treffer. Und sie wissen natürlich, was sie an ihm haben. Er verhindert das Tor. Ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Schiri lässt es bei einer Ermahnung bewenden, ist nicht jeder. Rémy war aus meiner Sicht der ist wirklich gelbwürdig. Ja, sie können erst der mal könnte. Jede Menge. Nö, geht Flügel. Nicht ins Aus, weil Fischer sagt, weil. Ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Und wieder Reves. Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Ecke kommt rein. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ecke. Eine weitere Ecke. Kopfball geht drüber. Rémy. Je nachdem, wie weit wir mit dem Team, wie weit wir irgendwas holen diese Saison, werde ich versuchen, Mokoko auf jeden Fall für die neue Saison fest zu verpflichten. Niemand falls kann ihn so aufhalten. Gutes Dribbling. Falls es überhaupt eine fünfte Saison gibt, ne? Das ist halt die große Frage. Aubameyang gibt den Konter, aber ich glaube ja. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Danilo. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Ja, Mokoko. Und dann geht der. Holt sich den Ball vom Pieper. Mokoko. Immer noch gefällt.
Ich glaube, das könnte das 4-0 sein. Ich weiß es aber nicht. Der geht zumindest vorbei in Richtung Tor. Aber mal gucken. Deswegen werde ich kurz die Zeit nutzen, jetzt gerade mal einen Wechsel zu ziehen. Ehrlich. Ja. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Ja, ich will, dass er bleibt. Eigentlich ist es sehr schön, wenn er verwandelt aus kurzer Distanz. Holt sich den Ball an Pieper. Ja, und dann marschiert er durch. 4-0. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Fakt ist, es sind 3 Punkte für uns. 6 Minuten haben wir hier noch. Danilo. Gibt den Ballbesitz ab. Gefährlich, der Steilpass. Andrade. Andrade. Was für eine Chance. Ah. Sie lassen nicht nach. 5-0. Bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Ich schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Das ist gut. Sie unterstützen den führenden Spieler. Wichtig. Und den Ball hat er sicher. Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und Sie dürfen sich hier über diesen Sieg freuen. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt. Und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Haushoch verdient der Sieg, auch, vor allen Dingen auch in der Höhe. Das ist großartig. So, Hinspiel gewonnen, Rückspiel gewonnen. 3 Punkte. Wie gesagt, Haushoch verdient, 13-4 Torschüsse. Wir haben die besten Statistiken, also passt so. Und der RB schlägt BVB mit 1-0. Damit haben wir, glaube ich, 3 Punkte wieder mehr auf die Verfolger, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Nächster Gegner ist Frankfurt. Jetzt sind wir bis auf 1 Punkt an den Bayern dran. Wenn die Bayern jetzt gewinnen, sind es so 4 Punkte. Also haben sie tatsächlich unentschieden gespielt. Sehr gut. Das macht schon wieder so ein bisschen Hoffnung fürs direkte Duell. Naja, aber das Ding gegen Frankfurt gewinnen, ist der Tabellenfünfte. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an.